Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei SWD TV. Mein Name ist Guido Arns und wie versprochen möchte ich jetzt mal so ein bisschen ins Detail gehen. Ich möchte hiermit anknüpfen an meine Videos, die ich vor, ja, ich glaube, das sind schon 2-3 Jahre her, mal gemacht habe, und dort hatte ich handschriftlich, also skizzenmäßig, Hydraulikpläne im Video, also hier im Clip live mit euch entwickelt. Und das ist bei euch ganz gut angekommen und das hilft ja auch, um so ein bisschen die neue Anlage zu planen, also die Heizungsanlage umzuplanen, vor allem auch sich so ein bisschen reinzudenken in das Ganze, in die ganze Materie. Ja, und ich habe gedacht, das machen wir nochmal weiter so. Klar, man könnte das Ganze auch im Computer schön zeichnen oder ich könnte das vorbereiten und euch dann einfach nur eine Skizze erklären. Aber ich glaube, diese Handskizzen, das ist das, was man schnell umsetzen kann, was euch auch ja in der Realität dann am ehesten möglich ist. Und deswegen gehen wir jetzt gleich mal hier runter aufs Papier. Ja, vor uns liegt hier ein leeres Blatt Papier. Das ist jetzt so ein Ringblock, damit starten wir jetzt einfach mal. Als erstes möchte ich heute einfach mal die Funktionsweise einer Wärmepumpe erklären. Eine Wärmepumpe macht aus 20 bis 25% Strom, nachher 100% Wärme. Das ist im Ende für viele ja immer noch so unvorstellbar, wie kann das Ganze funktionieren. Und wir wollen uns das jetzt einfach mal aufskizzieren, wie so eine Wärmepumpe grundsätzlich aufgebaut ist. Das ist auch egal, von welcher Firma diese Wärmepumpe ist. Das Einzige, was sich dann nachher unterscheidet, sind die Komponenten. Das Zusammenspiel der Komponenten, das Expansionsventil ist ganz wichtig. Natürlich die Güte des Kompressors, der Wärmetauscher, der Verdampfer und so weiter. Genau, wir gucken uns das einfach mal an. Eine Wärmepumpe besteht, was fällt uns als erstes ein? Wärmepumpe, da muss eine Pumpe mit im Spiel sein. Also zeichnen wir als erstes mal hier die Pumpe ein. Das ist jetzt mal der Kompressor. Ein Kreis mit einem K nenne ich das Ganze jetzt einfach mal. Und aus dieser Pumpe wird im Endeffekt das Kältemittel, was nachher hier in Rohren verläuft, rausgepumpt mit hohem Druck und geht dann in einen Wärmetauscher. So, ich male das mal so ein bisschen. Das ist jetzt der Wärmetauscher. Das kann ein Rohrwärmetauscher sein, ein Plattenwärmetauscher oder wie auch immer. Ich male hier mal so Pfeile ran, dass man sich das besser vorstellen kann, in welche Richtung das Ganze hier so läuft. Ein bisschen weiter gehen wir noch. Und dann gehen wir hier rüber zu einem kleinen Kästchen. Und das ist das wichtige Expansionsventil. Ja, das Expansionsventil ist absolut wichtig. Früher hat man hier einfach thermisch geregelte Ventile verbaut. Die haben dann einfach so ungefähr auf und zu gemacht. Vor allem in Kühlschränken war das der Fall. Auch in ersten Wärmepumpen waren das einfachst geregelte Dinger. Damit konnte man natürlich irgendwie so ein 1:3 Gerät realisieren. Aber wenn es dann wirklich um das letzte Watt geht und um Energiesparen schlechthin, da muss man dann schon oder sollte man ein elektronisch geregeltes Expansionsventil haben. Das Ganze wird natürlich dann durch die Regelung exakt so geregelt, dass das Gas, das Klimagas, was hier durch die Anlage zirkuliert, da genau so durchgelassen wird, dass es am Ende nachher am wirtschaftlichsten ist und das System am besten arbeiten kann. Wichtig ist einfach beim Expansionsventil, dass beim Kompressor niemals Flüssigkeit ankommt, sondern dass das Kältemittel immer in gasförmigen Zustand am Kompressor ankommt. Der Kompressor kann ausschließlich Gas komprimieren und nicht Flüssigkeit. Und genau, dafür ist das Expansionsventil sehr, sehr wichtig. Also wenn man das weglassen würde, dann gibt es definitiv
Situation, wo dann Flüssigkeit am Kompressor ankommen würde. Der Kompressor würde versuchen, die zu verdichten, würde dabei beschädigt und dann ist die Wärmepumpe schon erledigt. Genau das ist auch der Grund, warum man nicht unendlich viel in den elektronischen Parametern einer Wärmepumpe hin und her, also als Laie hin und her steuern und regeln und irgendwas andere Werte da meint optimieren zu müssen. Das ist alles in der Regel immer schon optimiert, so dass halt die Komponenten bestmöglich miteinander arbeiten. So, gehen wir wieder zurück zur Skizze. Durchs Expansionsventil wird immer genau die richtige Menge an Kältemittel weitergeleitet. Ja, meine Pfeile, wichtig für uns. Und dann gehen wir jetzt hier in den großen, da machen wir jetzt wieder einen Wärmetauscher. Der ist jetzt ein bisschen größer, natürlich nur zur Veranschaulichung. So, das ist hier unser Verdampfer. Ich schreibe das mal dran. Verdampfer. Ich nenne das auch gerne Kühler, ist natürlich nicht wirklich ein Kühler, aber es erinnert sehr an einen Kühler vom Auto und deswegen schreibe ich mal Verdampfer-Kühler. Hier oben, das war im Ende unser Wärmetauscher. Wärmetauscher und als Fachbegriff heißt das Ding Verflüssiger. Das ist der Verflüssiger und das ist der Verdampfer. Ja, dann zirkuliert das Kältemittel hier weiter und geht zurück zum Kompressor. So, meine Pfeile noch, ganz wichtig. So, jetzt ist es so, dass wir hier nach dem Kompressor gasförmigen Zustand haben. Gas. Dann geht das Klimagas hier in den Wärmetauscher bzw. Verflüssiger und ja, der Aggregatzustand verändert sich und das Kältemittel wird flüssig. Durch das Expansionsventil wird die Flüssigkeit geleitet, die dann immer noch flüssig ist. Und weitergeleitet wird in den Verdampfer, also in unseren Kühler, wenn man so will. Und dort, wie der Name schon sagt, Verdampfer, wird das Ganze dann wieder gasförmig. Würde man jetzt hier beim Expansionsventil nicht korrekt regeln, ja, dann würde halt genau das passieren. Dann hätte man nicht wirklich wieder Gas. Oft, also vorm Kompressor, sondern womöglich käme da Flüssigkeit an und der Kompressor würde ja sehr schnell zerstört werden. So, zurück in die Skizze. Jetzt kommt's. Hier, das ist der Verdampfer, also bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, das Teil, was man ja draußen sehen kann, wo dieser große Kühler hinten dran ist. Und da kommt jetzt im Ende unsere Umweltenergie hinein. Das können je nach Gerät zwischen 75 bis 80% sein. Klar, 75 bis 80% natürlich nur bei ausreichender Außentemperatur. Umso mehr die Temperatur sinkt, umso weniger Wirkungsgrad kriege ich aus der Wärmepumpe oder aus der Umgebungsluft raus. Und die Wärmepumpe kann weniger absorbieren. Und dann schaffe ich natürlich womöglich nachher keine 75% mehr, sondern der Wert sinkt und bei tiefen Temperaturen, bei starken Minustemperaturen kann das auch ohne weiteres Richtung 50% oder weniger gehen. Zurück zur Skizze. Ich kriege jetzt hier diese 75 bis 80% Umweltwärme rein und der Kompressor, ja, da muss ich auch nochmal 20 bis 25% Strom investieren. Genau. Zusammen erhalte ich dann hier über den Wärmetauscher
5-mal so viel Energie, wie ich Strom reingesetzt habe. Also wie gesagt, je nach Temperatur, je nach Bedingungen, umso höher die Temperatur, unsere Vorlauftemperatur im Heizsystem ist, umso schwieriger ist es natürlich, hier wirklich einen Wirkungsgrad von 1 zu 5 zu erreichen. Es kann ohne weiteres auch sein, dass man nachher noch 1 zu 3 oder sowas erreicht oder noch weniger. Wir gehen jetzt mal hier davon aus, das sind jetzt perfekte Bedingungen und ich erreiche hier mit Einsatz von 20-25% Strom nachher 100% Wärmeenergie. Ja, jetzt kann man hier auf der Skizze ganz schön nachvollziehen, wie so eine Wärmepumpe aufgebaut ist, was die wichtigsten Komponenten sind. Vielleicht noch so ein bisschen zum Kompressor. Der Kompressor ist, oder war früher, habe ich auch in einem der vorigen Videos schon erklärt, früher haben wir Wärmepumpen verkauft, das waren sogenannte, wenn man so will, An-Aus-Wärmepumpen. Die Kompressoren waren entweder eingeschaltet oder ausgeschaltet. Beim Kühlschrank ist es zumindest was lange Zeit so und ich meine, es ist auch jetzt noch bei den meisten Kühlschränken so, wenn man da mal so hinhört, wenn der angeht, dann macht es dann läuft das Teil und wenn er dann ausgeht, da rumpelt es nochmal kurz und dann steht er. Klar, bei den ganz neuen Hocheffizienzkühlschränken, da hört man nur noch so eine Art Pupserei. Da werden das wahrscheinlich dann auch Inverter gesteuerte, also Drehzahl geregelte Kompressoren sein. Aber bei dem normalen Kühlschrank, so wie wir ihn kennen, oder eine Kühltruhe, da rumpelt es hinten und brummt so ein bisschen. Das heißt, die werden angeschaltet und ausgeschaltet. Ja, vielleicht kann ich das hier ja noch auf so einer nächsten Skizze mal eben aus dem Kopf so zeigen. Mal gucken. Ne? Also wir haben jetzt hier so eine Nulllinie und dann springt das Ding an. Also jetzt hier war es noch nicht in Betrieb und jetzt läuft das Teil, verbraucht 100%, dann schaltet es aus, verbraucht wieder 100%, schaltet aus, verbraucht wieder 100%. Und so weiter. Da müssen wir natürlich jetzt hier noch ein bisschen nachmalen. Aber das ist ja das Schöne an diesen Handskizzen. Man kann sich das ganz gut vorstellen. Ne? Also hier jetzt sagen wir mal, der Kompressor hat jetzt hier bei einer Wärmepumpe hat jetzt hier 1 kW. Dann habe ich hier 1 kW Verbrauch, 0 kW Verbrauch. 1 kW Verbrauch, 0 kW Verbrauch. Ne? Das heißt, ich habe dann immer irgendwie die Temperaturen. Also man muss ja irgendwie eine Thermostatregelung, also irgendeine Regelung gehabt haben oder hatte man oder hat man immer noch. Ne? Also zum Beispiel, man sagt jetzt, man will 40 Grad im System haben, da muss man dem vorgeben, schalte ein bei 35 Grad, heize auf 40 Grad und dann knallt er halt, bis er 40 Grad hat oder wahrscheinlich sogar 45, schaltet dann aus, wartet, bis er wieder 35 hat, geht wieder auf 40, 45 hoch. So war es früher. Man hat da mehrere Nachteile bei so einem System, weil man die Anlaufströme sehr stark hatte. Also wenn so ein Kompressor ganz plötzlich Strom bekommt, das ist wie ein Elektromotor, der aber auch eine Last zu drehen, zu transportieren hat, der braucht einen unheimlich hohen Anlaufstrom. Also wenn es ein 1 kW Motor ist, hat der unter Umständen 3, vielleicht sogar 4 kW im ersten Augenblick gebraucht, natürlich nur für Millisekunden, aber das muss trotzdem irgendwo aus dem Netz kommen. Klar, es gab dann irgendwann, das hatten wir damals, wie gesagt, wir hatten auch schon 3.000 bis 4.000 Wärmepumpen in der Vergangenheit verkauft. Da hatten wir dann Anlaufstrombegrenzer drin, die haben dann so ein bisschen dafür gesorgt, dass das nicht ganz so doll knallt am Anfang. Aber das sind alles ja nur so, so Behilfsmittel gewesen. So, und wenn wir jetzt die Inverter-Wärmepumpe haben, oder ein Inverterkompressor, der moduliert. Ne? Wenn jetzt hier 0 ist, dann startet er irgendwann, dann fährt er natürlich auch auf seine 1 kW hoch, dann erreicht er seine Zieltemperatur und dann eiert er irgendwo hier so ein bisschen so rum und dann geht irgendeine Last an, dann geht er wieder ein bisschen hoch und dann wieder so ein bisschen runter. Aber er ist immer schön, ist jetzt nicht wirklich schön meine Skizze, aber Er läuft die ganze Zeit, aber nicht auf Volllast, sondern im perfekten Bereich, was gerade gebraucht wird. Das heißt, das Takten, dieses Knallen, dieses,
dieses Anlaufstromverbrennen und so weiter, das bleibt da einfach aus. Und auch fürs Material ist das natürlich viel schonender. Das heißt, der Kompressor kann immer im optimalen Leistungsbereich laufen, braucht natürlich dann, ja, also unterm Strich deutlich weniger Energie und vor allem er hält deutlich länger und er ist viel leiser. Weil er muss ja nicht Volllast laufen, wenn er läuft, sondern er kann auch mit 30-40% laufen und dann nimmst du so ein Gerät fast gar nicht wahr. Natürlich, im tiefen Winter, wenn es mega kalt ist oder wenn man jetzt extrem viel warmes Wasser gerade verbraucht hat und der muss nachproduzieren, dann muss er natürlich Volllast laufen, dann hört man den auch mal ein bisschen brummen, aber der knallt dann, oder stoppt auch nicht ganz plötzlich, sondern der fährt dann und dann merkt man, fährt er wieder hoch. Meine Geräusche sind ja immer, ja, meine Familie liebt das, wenn ich so Maschinen nachmache. Naja, aber ein bisschen Spaß muss ja dabei sein. Na, also, das sind schon mal die großen Unterschiede. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zur Skizze hier von der Funktionsweise. Wir haben natürlich heute nur noch Inverter geregelte Kompressoren, die dann wirklich eigentlich sehr viel, sehr wenig Strom verbrauchen. Also selbst wenn die eine maximale Stromaufnahme von, ich sag mal, 2 kW haben, dann fahren die in Realität nachher mit, im Schnitt mit 1, vielleicht 1,2 kW, vielleicht auch nur 800 Watt oder so. Ja, so viel einmal zur Funktionsweise der Wärmepumpe. Ja, gerade im Schnitt ist mir aufgefallen, dass ich gar nicht so wirklich erzählt habe, woher dann die Wärme kommt, die Wärmepumpe doch da durch die Gegend pumpt. Ja, ich habe mich da mittlerweile so tief mit beschäftigt und bin ja so lange schon im Thema, dass ich das so voraussetze und vielleicht ist es für euch oder für sie gar nicht so selbstverständlich. Also die Wärmepumpe wird ja betrieben mit einem Kältemittel. Dieses Kältemittel verdampft schon bei ganz, ja, das ist je nach Kältemittel unterschiedlich, aber bei ganz geringen Temperaturen. Ne? Also das heißt, das ist nicht wie Wasser, was bei 100 Grad anfängt zu sieden, sondern viel tiefer. Und somit hat man halt die Möglichkeit mit dem Kompressor, wenn man dieses Kältemittel komprimiert, wird es ja warm. Das ist wie bei einer Fahrradluftpumpe, wenn Sie da fleißig drücken, dann merken Sie, dass die Fahrradluftpumpe warm wird oder wenn man Reifen aufpumpt auch mit der Pumpe, dann wird es halt warm. Und wenn Sie das Ganze dann transportieren, also in der Wärmepumpe wird dann die Wärme durch den Verflüssiger, also durch den Wärmetauscher, die Wärme wird abgegeben ans Heizungssystem, geht dann weiter durch das Expansionsventil und dann halt wieder in den Verdampfer in dem Fall dann ja. Also und der Verdampfer ist das Teil, wo die Wärme aufgenommen wird. Ne? Deswegen ist da auch der Propeller bzw. Ventilator dahinter, der dann halt ordentlich viel Luft dadurch transportiert, so dass die Kältemittel die Umgebungswärme aufnehmen kann. Vielleicht hat das der ein oder andere schon mal gemacht, wenn sie einen Luftballon aufpumpen. Ich habe jetzt gerade geguckt, ob ich von meiner Tochter oder von meinen Töchtern irgendwelche Luftballons hier habe, leider nicht. Aber wenn man einen Luftballon aufbläst und das schnell macht, dann wird der erstmal so ein bisschen warm. Also da muss man schon sehr zügig pusten. Und wenn sie dann den einfach ein bisschen festhalten und dann ganz plötzlich die Luft ablassen, dann wird der kalt. Dann wird tatsächlich dieser Kunststoffballon kühlt ab. Genauso, wenn Sie eine kleine, so eine Deo, Sprühdeo, ich benutze sowas nicht, aber es gibt, ich weiß, dass es sowas gibt. Also Deo benutze ich schon, aber kein Sprühdeo. Wenn Sie eine Deo-Flasche nehmen und die ganz lange sprühen, dann merken Sie, dass die kalt wird, weil einfach der Druck schwindet. Und dadurch entsteht halt die Kälte. Wenn man das bei der Wärmepumpe wird halt die Wärme der Umgebung genutzt, um das Kältemittel vorzubereiten, wenn man so will, für den Kompressionsprozess. Dann wird es halt elektrisch komprimiert, das Mittel, und erwärmt sich, wird dann halt im Verflüssiger, also im Wärmetauscher wieder abgekühlt, weil die Wärme wird dann ja ins Heizsystem gegeben, Expansionsventil, und das Ganze beginnt wieder von vorne
über den Verdampfer, also über den Kühler. Wärme wird aufgenommen. Also es geht da wirklich darum, ich setze einmal diese elektrische Energie für den Kompressor ein und die andere Seite ist die Umweltenergie, die dem Kältemittel Wärme schenkt, spendiert oder wie auch immer, um nachher dann das Ganze gezielt durch einen Wärmetauscher, einen Verflüssiger zu pumpen, der das Ganze dann in unser Heizsystem abgibt. So, soweit dazu. Es gibt als nächstes dann noch die verschiedenen Kältemittel, die wir hier mal ansprechen wollen. Ja, und wie kann man so eine Wärmepumpe einbauen? Und vor allem, kann man sowas auch vielleicht selber einbauen? Oder braucht man da zwingend einen Heizungsbauer dazu oder einen Kältetechniker? Ja, und welche Wärmepumpen gibt es? Monoblockgeräte, es gibt Splitgeräte. Ja, darum soll es aber in einem der nächsten Clips gehen. Ich bedanke mich wie immer für das Interesse an dem YouTube-Kanal hier SWDTV. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonnieren, Glöckchen drücken für die Informationen, wann unser nächstes oder mein nächstes Video online kommt. Und bis zum nächsten Mal.